Hier ist VCW TV on Tour. Heute in der Großsporthalle Rüsselsheim trifft Daniel Schmidt auf Sportdirektorin Nicole Fetting zum großen Saisonabschlussinterview. Nicole, ein Jahr jetzt Sportdirektorin, jetzt hast du zwei Saisons quasi schon in dieser Funktion miterlebt. Was unterscheidet diese beiden Saisons? Ja, auf alle Fälle der sportliche Erfolg. Also das ist dementsprechend halt auch die Aufgaben, die jetzt uns in der Geschäftsstelle betreffen. Das Programm der Mannschaft ist natürlich auch ein anderes gewesen und wiederum baut man halt auf die erste Saison extrem jetzt in dieser Saison auch auf. Das, was wir uns gehofft haben, sind wir einfach einen großen Schritt auch weitergekommen, so wie wir vor der Saison uns das auch vorgenommen haben, ist es auch eingetroffen. Ja. Das heißt, ihr habt eure sportlichen Ziele erreicht. Was heißt das für eine Mannschaft, ein Programm zu haben? Naja, also die Mannschaft, so wie sie jetzt ja die ganze Saison gespielt hat, für die geht die Vorbereitung im August los. Dann gibt es eine intensive Vorbereitung, die ist dann September, Oktober, wo die Mädels ja viel unterwegs sind, im Trainingslager viele Turniere spielen. Und ab Oktober geht ja im Prinzip jedes Wochenende auswärts Heimspiel. Und das ist ein Monsterprogramm. Um Weihnachten rum haben wir ja auch nicht wirklich viel die Möglichkeit, unseren Spielerinnen Urlaub zu geben. Also eigentlich gar nicht, außer vielleicht 2-3 Tage. Und das ist kein Weihnachtsurlaub, wie man den als Normalsterblicher ja kennt. Silvester ist auch immer etwas schwierig, weil es ja dann gleich im Neujahr wieder mit dem Training losgeht. Und was das Schöne ist, dass wir Anfang März einfach kein freies Wochenende hatten. Dass die ganze Liga außer zwei Mannschaften hatten ein freies Wochenende und wir durften auch da noch spielen. Und jetzt sitzen wir hier in Rüsselsheim und sind im Halbfinale und dementsprechend haben wir auch da die Saison schön ausgereizt nach hinten. Und das kann man sich schönreden im Vorfeld, aber das kann oder es muss auch nicht immer alles so eintreffen, wie man sich das wünscht. Das heißt, eine perfekte Saison? Ja, perfekt. Ich glaube, perfekt, da bin ich auch zu viel Pessimist oder versuche auch immer so, ich sag mal, noch an den kleinen Stellschrauben zu drehen. Perfekt würde ich, glaube ich, nicht sagen. Aber ich glaube, dass alle Beteiligten so sehr zufrieden sind, dass wir sehr, sehr gut miteinander zusammengearbeitet haben, dass wir aus der Geschäftsstelle versucht haben, was die Mannschaft angeht, alles gut vorzubereiten. Die Mädels haben uns das dann quasi auf dem Spielfeld wieder gedankt. Und so hat man sich die Bälle hin und her geschoben. Und das war eine sehr, sehr gute Saison. Aber perfekt ist es, glaube ich, nie. Und ihr fast verletzungsfrei. Ne? Da hat man ja ganz andere Vereine gesehen. USC Münster, die ja von Beginn an wirklich eine riesige Pechserie hat. Dresden. Ja, das muss man dann so nehmen, wie es kommt. Das ist ja auch leider nicht planbar. Wir hatten gleich zu Anfang der Saison, als die Spielzeit losging, war Tanja kurz verletzt. Das war natürlich für eine junge Spielerin, die gerade zu dem neuen Verein gekommen ist, auch eine kleine Tragik. Wobei, als ich sie ins Krankenhaus gebracht habe, habe ich auch schon versucht, so ein bisschen wieder aufzubauen und so ein bisschen Scherze zu machen, dass man da auch gar nicht so in diese, negativ gesagt, Mitleidsphase reinkommt und dass man gleich nach vorne schaut und man kann es ja sowieso nicht ändern, sondern das Beste draus machen. Und dann ging es die ganze Saison soweit sehr gut. Es gab natürlich immer mal die ein oder anderen Wehwehchen, die man aber jetzt auf dem Spielfeld während des Spiels nicht so gesehen hat. Und leider dann halt in dieser kleinen Phase zwischen der Rückrunde und dann halt den Playoffs ist es halt jetzt so, dass Bex dann sich zwei Bänder gerissen hat. Für sie persönlich ist es auch sehr tragisch, aber sie hat auch andere Ziele. Also daher muss da auch jeder Leistungssportler mal irgendwie durch. Es ist nie planbar und es ist auch eine neue Situation, wenn man nicht in dem ganzen Strudel Training und so drin ist, sondern wenn man auch mal außenstehend ist, dann muss man auch schauen, dass man hinterherkommt, weil für die Mädels, die alle fit sind und den Spielplan so spielen, wartet auch keiner auf eine verletzte Spielerin. Das ist dann also auch zwischenmenschlich immer eine sehr, sehr interessante Zeit, wo man gucken muss, dass die Mannschaft gut miteinander harmoniert und jeder trotzdem seine Aufgaben irgendwie macht. Als Sportdirektorin bist du ja so ein bisschen Außenstehende von der Mannschaft. Wo würdest du sagen, liegen die Stärken und Schwächen des VCW Wiesbaden? Also eine Stärke, denke ich sicherlich, dass wir von einer Kontinuität letztes Jahr geredet haben. Auf dem sportlichen Sektor ist uns das sehr, sehr gut gelungen, dass wir also mit den 8 Spielerinnen aus der letzten Saison einfach auch wirklich ein großes Stück weiter waren.
die Puzzleteile, neue Spielerinnen zu holen, um nicht nur zu, ich sag mal, aufzufüllen, sondern auch uns zu verstärken und auch zwischenmenschlich vielleicht noch einen neuen Schwung auch mit reinzubekommen. Ich glaube, das ist insgesamt sehr, sehr gut gelungen. Da hat auch Andi wirklich ein gutes Fingerspitzengefühl bewiesen. Und die Mädels verstehen sich so sehr, sehr gut, auch im Privaten. Muss man nicht immer, weil man einfach auch unheimlich viel Zeit in der Woche ja als Arbeitszeit verbringt und 12 Frauen auf einem Haufen, da hört man auch schon mal Schauergeschichten. Und das haben wir wirklich, haben die Mädels und das Team insgesamt sehr, sehr gut hinbekommen und das nicht nur gespielt auf dem Feld. Und das zeigt halt einfach dann auch, wenn es dann mal eng wurde, dass dieser breite Kader, der sich sehr gut versteht, auch gemeinsam anpackt und schwere Aufgaben aus dem Weg räumen möchte. Und das war sicherlich eine unserer Stärken. Naja, eine Schwäche. Wir haben natürlich, wir sind nicht die Top-Mannschaft, in Anführungsstrichen, die sowohl das finanzielle Puffer hat, die vielleicht auch die Rahmenbedingungen so haben wie die 2, 3 Top-Clubs, die ja vor uns stehen. Das ist aber auch so und da können wir auch, ich sag mal, nicht so viel dran ändern. Und da bin ich auch selber für mich so gestrickt. Ja, es macht keiner irgendwie was mit Absicht und dementsprechend muss man versuchen, positiv zu schauen, die Bedingungen, die man vorliegen hat, zu akzeptieren und einfach das Beste draus zu machen. Und ja, und jetzt mussten wir nach Rüsselsheim ausweichen. Ich sehe es auch wieder als sehr, sehr gute Erfahrung. Wir sind hier sehr, sehr gut angenommen worden, beziehungsweise aufgenommen worden. Und daher ist es in erster Linie ein Müssen, was uns vielleicht auch geschwächt hat. Aber wir haben aus der Situation auch das Beste draus gemacht und dürfen halt jetzt hier unser zweites Spiel schon spielen. Ja. Jetzt hast du gesagt, die Saison ist jetzt zu Ende. Es gibt Mannschaften, die haben finanziell ein sehr breites Budget. Der Transfermarkt beginnt ja jetzt auch. Mhm. Was steht denn beim VfL Wiesbaden schon fest oder wen habt ihr schon an Land ziehen können? Dadurch, dass wir letzte Woche zum Beispiel gar nicht wussten, gegen wen wir das Halbfinale spielen, die Spielerin selber am Abend um 21 Uhr mit dem Training fertig waren, dann die Spielergebnisse bekommen. Okay, nächsten Morgen fahren wir um 9 Uhr mit dem Bus dann nach Schwerin. Haben wir uns da also auch versucht, wirklich auf das Sportliche in dieser Saison zu konzentrieren. Es sind andere Transfers sicherlich ja schon auch veröffentlicht worden bei anderen Mannschaften. Wir haben auch den Austausch intern schon mit Trainer gemacht, auch schon Vorgespräche mit allen Spielern geführt, um einfach im Laufe der Saison auch ein Gefühl zu haben, arbeiten wir gut, sind die Spieler zufrieden. Aber wir sind jetzt noch nicht so weit, dass wir sagen, wir können jetzt morgen einen unterschriebenen Vertrag vorzeigen. Weil da haben wir auch gesagt, das ist für Spielerinnen auch eine schwierige Situation. Man will weiter nach vorne schauen, man beschäftigt sich natürlich auch mit der Zukunft. Aber der Tag hat auch nur 24 Stunden und sie stehen schon alle ganz schön unter Strom. Und daher haben wir gesagt, Gemach und wir werden mit allen reden und es wird wie in jeder Saison einfach auch wieder Veränderungen geben. Das ist aber auch ganz normal. Wenn du jetzt ganz alleine entscheiden könntest und hättest ein, sagen wir mal, nicht limitiertes Budget, wen würdest du einkaufen? Ich würde den Großteil unserer Mannschaft schon behalten. Aber ich würde auch gerne dann Gehaltserhöhungen geben. Es kommt auf der einen Seite kommt es sicherlich auf die sportliche Stärke drauf an, aber wie wir jetzt gesehen haben in diesem und im letzten Jahr, auch auf die zwischenmenschlichen Fähigkeiten, erstens von dem Trainer, eine Mannschaft zu basteln und zweitens als Spielerin zwischenmenschlich auf seine Mitspieler einzugehen. Und daher sind die Statistiken gut und schön und die beste Mittelblockerin, die beste Außenangreiferin, das alleine, darauf würde ich aber gar nicht so unbedingt Wert legen. Habe jetzt auch keinen Namen präsent, wo ich jetzt sage, zack. Nee. Nicole, warum hat sich der VfL Wiesbaden gegen den Aufstieg in die zweite Liga entschieden? Ja, der VfL Wiesbaden hat sich das nicht einfach gemacht, die Entscheidung. Wir haben, wir im großen Vorstand, geschäftsführender Vorstand, die Trainer, weil es ja auch einen Trainerwechsel geben wird, auch die Mannschaft, es wurde viel hin und her überlegt. Das eine sind sicherlich die Finanzen, die da einfach doppelt so hoch gewährleistet sein müssten als in der dritten Liga.
Ist aber nicht nur. Also es gibt halt einfach in der zweiten Liga, grenzt es schon so an die organisatorischen Abläufe, die die Grundbasis für die erste Liga sind. Und auch sportlich ist es noch ein anderes Niveau. Sind viele, viele kleine Bausteine, die dann im Prinzip die Verantwortlichen dazu eigentlich auch gebracht haben, zu sagen, sportlich aller Ehren wert, dass wir, also ich mit meinen Mitspielerinnen oder meine Mitspieler im ersten oder im größeren Sinne das so geschafft haben. Und es ist traurig für sie, dass sie jetzt diesen nächsten Schritt nicht machen können. Aber vor 2 Jahren haben wir noch in der Oberliga gespielt mit der zweiten Mannschaft. Also daher ist es schön, aber man darf auch die Schritte vielleicht nicht zu groß machen, dass das Umfeld einfach auch mitkommt. Konkret gefragt, über welche Summen reden wir denn da in der zweiten Liga? Ja, also es sind halt geschätzt um die 40.000, die man etwa braucht. Das eine sind Lizenzierungsgebühren, aber man hat halt schon gewisse Synergieeffekte aus der ersten Mannschaft. Man hat aber auch die Erfahrung, dass das nicht einfach ist. Also Vilsbiburg, Münster sind viele, die eine zweite Mannschaft haben. Das ist aber der reine Nachwuchs. Und bei uns ist es kaum eine Nachwuchsmannschaft gewesen. Und daher würde zum Beispiel halt auch Martina Nowotna wieder ins Lizenzwesen reinkommen und müsste quasi wie eine Erstligaspielerin mit Transfergebühren zum Beispiel einfach auch wieder mit bezahlt werden. Und das sind so Kleinigkeiten, die keiner so richtig weiß, aber das macht halt einfach den Unterschied zwischen einer amateurhaften dritten Liga und einer amateurhaften zweiten Liga, die aber schon im Lizenzwesen drin ist. Du hast davon gesprochen, 6 von 12 Bundesligisten leisten sich in der Zweitligamannschaft. Muss der VCW nicht langfristig auch diesen Schritt gehen? Langfristig, denke ich, ist es genau der richtige Weg. Aber wäre jetzt vielleicht etwas sehr kurzfristig gedacht, weil wenn man die anderen Zweitligisten anschaut, die im Oberhaus in der ersten Bundesliga eine Profimannschaft haben, sind es wirklich Nachwuchsspieler. Wir haben, ich habe jetzt unseren Altersdurchschnitt in der zweiten Mannschaft nicht, aber Martina und ich, wir waren weit über 30 und hatten auch einzelne Spielerinnen, die an die 30 langsam schon rangehen. Wir haben nur 2 Spielerinnen mit Ivana und Dana gehabt, die in der ersten und in der zweiten Mannschaft quasi die talentierten Spielerinnen waren. Und sonst war da als Nachwuchs noch nicht wirklich viel. Und 17, 18 ist das Durchschnittsalter mindestens oder maximal von den anderen Mannschaften. Und daher kann man das noch nicht miteinander vergleichen. Das muss auch einfach wachsen. Aber langfristig schon, ja. War der Aufstieg vielleicht auch ein bisschen überraschend dieses Jahr? Wer hätte damit gedacht? Ihr seid in die dritte Liga gerutscht und gleich Meister geworden? Na, gerutscht sind wir nicht. Also wir haben natürlich die Chance bekommen, eine Liga zu überspringen, aber wir haben uns das ja in dem Relegationsspiel auch erarbeitet. Und man kann es ja nicht. Wenn eine Liga neu ins Leben gerufen wird, hat man kein Gefühl dafür, was es für ein Niveau ist. Ist es, ich sag mal, eine Stufe höher als das, was man vorher kannte? Ist es eine Stufe schlechter als das, was man nicht kannte? Man konnte das also nicht wirklich fühlen, was uns da erwartet. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass die Mannschaft so gut spielen wie möglich. Und wir waren sehr erfolgreich, wobei meine Mitspielerin und ich auch mit vielen Spielen rein vom Volleyball-Element her nicht unbedingt zufrieden waren. Das Ergebnis hat gestimmt, aber wir haben uns auch nicht immer mit Ruhm bekleckert. Und daher war auch so dieser Aufstieg oder die Möglichkeit, wirklich als Erster die Saison zu beenden, auch gar nicht so präsent. Ich weiß jetzt für mich, ich war ja auch nicht so viel dabei, wann einem das vielleicht so ein bisschen in den Kopf gestiegen ist, dass man darüber mal, Mensch, wir sind jetzt so lange Erster. Das war aber überhaupt nicht in den Köpfen, als es losging und auch nicht vor Weihnachten. Sehr schmerzt dich, dass du nicht so mitspielen konntest, wie du vielleicht gern gewollt hättest? Ja, schmerzlich ist es also für die Mädels so ein bisschen, weil ich konnte es mir auch zum Teil nicht aussuchen, dass ich einfach gewisse Termine habe. Ich habe dann halt auch einfach ja auch in der Saison 2 Ehrenämter auch noch angenommen, wo ich wusste, das wird in längerer Aussicht gar nichts mehr werden, um das zeitlich alles unter einen Hut zu bekommen. Die Mädels waren erfreut, wenn ich da war, weil sie mich auch einfach als erfahrene Spielerin und vielleicht auch als ein Kumpeltyp, der immer einen lockeren Spruch auch im Training hatte, ein gewisses Niveau auch vielleicht mitgebracht hatte, sehr geschätzt haben. Das ist mir auch wirklich sehr angenehm entgegengekommen. Aber daher schmerzt mich das eigentlich eher, dass ich am Ende nicht das einhalten konnte, was ich eigentlich zugesagt hatte. Mindestens einmal die Woche trainieren. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Ball in der Hand hatte. Ich
voll. Im Dezember bist du in den DVL-Vorstand berufen worden. Was machst du da eigentlich? Nette Gespräche, würde ich sagen. Nee, also im Ernst, also es ist ein Ehrenamt. Ich wurde ja damals auch gleich gefragt, ob ich jetzt Wiesbaden verlassen werde. Das nicht. Also es hat sich an meiner Position für den VCW soweit nichts verändert. Und ich bin halt dann ab und an mal in Berlin, wenn da die Vorstandssitzungen stattfinden, bekomme auch die ein oder andere E-Mail. Und mein Ressort ist PR und Kommunikation, wobei sich das natürlich auch bei einer funktionierenden Geschäftsstelle die Ehrenamtsposition und Funktion ja auch erstmal finden muss. Und daher ist es insgesamt sehr, sehr interessant. Ich kann auch als ehemalige Spielerin den einen oder anderen, ja, vielleicht anderen Gedanken, der jetzt mehr typisch vielleicht von einer Frau oder vom Spielfeld kommt, einbringen und stoße da auch auf richtig große Akzeptanz. Fühle mich da in der Runde sehr, sehr wohl, bin die einzige Frau und macht Spaß. Ich werde immer zuerst begrüßt. Okay. PR und Kommunikation hast du angesprochen. Mhm. Ihr habt mit Vincent ein Maskottchen eingeführt, das auf große Resonanz gestoßen ist. Was war die Intention und sind diese Ziele erfüllt worden? Ja, ich würde sagen, wir alle beim VCW, die Jury damals gebildet haben, die gedacht haben, Mensch, wir müssen auch noch ein bisschen ein anderes Instrument vielleicht kreieren, um einfach auch eine jüngere Zielgruppe zu erreichen. Und das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich persönlich hätte nie gedacht, weil ich sowas auch noch nie vorher mitgemacht habe, sowas auf den Weg zu bringen, dass das also erstens funktioniert, zweitens so gut funktioniert und drittens dann auch noch so gut ankommt. Und der Vincent macht sich gerade warm und ist, glaube ich, in relativ kurzer Zeit relativ bekannt geworden und ist ein sympathischer Vertreter des VCW, was jetzt auch, ich sag mal, über die Stadtgrenze hinaus einfach sehr, sehr schnell bekannt wurde und sympathisch. Jetzt muss ich ein bisschen spicken. Ich habe das Volleyball-Magazin gelesen in seiner April-Ausgabe. Da geht es um das Thema Marken und Präsenz im Volleyballsport. Mhm. Da heißt es in der Überschrift, Bisons, Wölfe, Raben, Füchse, die Erstligisten versuchen immer mehr, ihren Clubs ein unverwechselbares Gesicht zu geben. Seht ihr Vincent auch als Chance, das Markenbild so ein bisschen tierisch drehen zu können? Ja, es ist ein Versuch, wobei ich auch da sagen würde, da bin ich doch noch etwas unerfahren, um da wirklich zielstrebig reinzugehen. Es war eine Erweiterung, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht auch ein Gesicht, was wir beim VCW bisher jetzt ja so auch nicht hatten, zu kreieren. Und dass es dann eine Marke wird, hofft man. Aber es muss natürlich immer dauerhaft auch weiterentwickelt werden und weiter gelebt werden und in vielen kleinen Bausteinen einfach dann noch unterstützend, dass es diese große Wirkung dann hat. Und ich glaube, da es ist schön, wenn das Volleyball-Magazin uns gleich nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr Vincent nach einer Marke fragt. Da hätte ich jetzt gedacht, gibt es ganz viele andere Marken in der deutschen Volleyball-Liga, gerade auch bei den Frauen. Zum Beispiel? Ja, also ich bin damals in Vilsbiburg, habe ich gespielt und da gab es das Maskottchen, den Raben. Ich weiß natürlich, dass der Rabe jetzt so in der Halle nicht mehr existiert. Was aber auch zeigt, dass es unheimlich schwierig ist, so etwas aufzubauen auf der einen Seite, aber auch langfristig zu etablieren. Und daher bin ich mal gespannt, ob wir da ja gute Arbeit leisten können, lange durchhalten, um es dann auch wirklich zu einer Marke werden zu lassen. Kommen wir zum Thema neue Sporthalle in Wiesbaden. Wann spielt der VCW in der neuen Halle? Ja, also wir haben jetzt gerade die letzten Tage den Spielplan für die kommende Saison bekommen, der im Groben soweit feststeht. Und da fangen dann die Playoffs im Ende März, Anfang April an. Die Saison ist dann auch im Mai zu Ende. Das ist auch etwa so der Zeitraum, der im Moment jetzt so gesagt wird, April, Mai ist die Halle fertig. Wir wissen natürlich nicht, wie der kommende Winter uns so ins Haus kommt. Wenn es keinen Winter gibt, dann geht's vielleicht schneller. Das ist ein großes Bauprojekt. Wir waren gestern gerade mit zwei Spielerinnen auf diesem Bauprojekt, haben eine kleine Führung bekommen und haben uns auf der großen, festen Haupttribüne schon mal umgeschaut, weil da wird jetzt dann demnächst das Dach drauf gesetzt und somit konnten wir Wiesbaden mal etwas mehr von oben sehen. Und das war schon eine Höhe, die alle auch erstmal erschlagen wird. Aber es geht richtig, richtig gut voran und jeder, der Lust und Zeit hat, entweder persönlich vorbeischauen oder bei uns auf der Homepage, machen wir immer mal so die kleinen Schnappschüsse rein, dass man das auch einfach wachsen sieht. Jetzt, wo ihr Probe gesessen habt, wird diese neue Arena denn auch einen Namen haben, der quasi in irgendeiner Form finanziert wurde, wie zum Beispiel die Scharena in Stuttgart? Ja.
Das ist jetzt außerhalb meines Kenntnisstandes, beziehungsweise ist das jetzt auch nicht meine Aufgabe. Es wird sicherlich Interessenten geben. Es ist aber in erster Linie ja eine Schulsporthalle. Und daher weiß ich auch gar nicht, wie jetzt da die Stadt sich zum Beispiel verhalten wird oder was sie für eine Meinung dazu haben. Da sage ich lieber ja gar nichts, weil alles, was ich sagen würde, wäre vielleicht dann einfach auch zu viel oder falsch. Wir sagen herzlichen Dank an Nicole Fetting für dieses Interview. Weiterhin viel Vergnügen auf VCD TV. Tschüss.